Messing Blei. Blei. Eisen, Sand. Kann ich eigentlich auch die ganzen Glaskügel hier reinpacken. Ach. Das essen wir halt nochmal. Die Schneebären können da rein. User joined your channel. Ah! Da bin ich. Ja, das habe ich gehört. So, die bleiben hier. Jetzt habe ich auch das gefunden. Die Aufnahme läuft schon. Oh, könnte ich mir schon denken. Die Schmerzmittel. Ich habe mein Passwort ewig nicht gefunden. Ah, okay, ich habe es automatisch gespeichert. Habe ich auch, aber am Laptop halt noch nicht. Na, okay. Ach, du spielst jetzt doch am Laptop. So. Ah, na klar, da macht's ein bisschen Sinn. Du, eine Kürbispflanze, ist die fertig oder wächst die noch? Die Kürbispflanze sollte die fertig sein. Stimmt, ist fertig. So. Ich hab gerade festgestellt, dass Black Dragon schon ein eigenes Haus hat. So, ich wüsste, hätte gefragt, ob er bauen können. Kann er ruhig machen. Ja, klar, dachte ich mir schon, dass dich das nicht interessiert. Mich auch nicht so, aber ich habe es halt gerade festgestellt. Ich habe eine Tischsägenmechanik gerade gefunden. Brauchst du die noch? Nö, habe ich glaube ich schon. Dann lese ich sie nämlich. Lies ruhig, ich habe so viele Rezepte gefunden in letzter Zeit. Ja, klar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich habe und was nicht. Du hast jetzt in letzter Zeit viel mehr Zeit zum Spielen, glaube ich. Ja, so viel auch nicht. Ich mach dich mal ein bisschen lauter, bist. Entweder höre ich gerade so schlecht oder du bist recht leise gerade. Kann auch sein, ich habe nämlich heute irgendwie Kopfschmerzen. Oh, bin ich. Das waren Rüstungen, dann war das die Waffen. Genau. Das kann hier bleiben. Ich habe gesehen, es ist bald wieder Blutmondzeit. Ja. Dieses eine Haus hier, ist das für uns, bleibt das oder baust du da drüben ein neues? Welches meinst du? Also ich habe ja das hier von der letzten Aufnahme, in dem ich gerade bin, und da drüben, also eins hat Black Dragon gebaut und hier ist noch ein anderes angezeichnet mit Loch. Oder ist das eigentlich Kacke? Ein weiteres Haus? Ach, dann ist das einfach nur die Mine wahrscheinlich. Ach, das ist eine Mine, ich verstehe. So. Ah, okay, jetzt bin ich gerade in die Spikes gelaufen, ich Idiot. Darauf erstmal ein paar Pillen. Ah, jetzt geht's mir wirklich nicht besser. Mit Pillen ist das Leben gleich viel angenehmer. Ah. Kaffeebohnen können da rein. Das zerbrochene Glas braucht kein Mensch. Was ist das denn? Military Armor Pieces. Mal Party-Event an? Hatte ich eigentlich schon. Warte mal. Ich? Ich kann nur Verbündete anklicken. Party ist bei mir ausgegraut bei dir. Warte mal, ich gehe mal auf Remove. Das verbindet. Okay, klappt's jetzt? So. Aber wir sind da Striche. Ach ne, das war Black Dragon. Bei. Ja. Ich kann bei dir nicht. Da sind bei mir jetzt bei Party zwei Striche. Das war weit. Das geht dann plötzlich wieder. Garantiert. Das sind Waffen. Also gefarmt habe ich jetzt schon einiges. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Kann ich bald mit dem Basisbau richtig anfangen. Oh, super.
Werkzeuge? Nee. Was kann da hin? Diese Schusswaffe, warum trage ich die mit mir rum? Weiß es nicht. Ich habe eine. Ich habe eine bessere, also. Das ist einfach nur sinnlos Gewicht, was ich mit mir rumschleppe. Das ist bescheuert. Das kann hier bleiben. Das Pisswasser brauche ich gerade auch nicht. Haben wir noch eine Pisswasserkiste? Also eine Wasserkiste allgemein, meine ich. Nö, die ist leider kaputt hier. Ah, deshalb finde ich sie nicht. Naja, ich habe auch zu viel Schrot, sehe ich gerade. Müsstest mal deinen Schlafsack noch einsammeln und oben mit hinlegen. Habe ich schon. Ach so, gut. Obwohl, ich habe mir unten hingelegt, das ist vielleicht doof. So. Nein. Bist du eigentlich? Ach so, ich sehe dich ja gar nicht, weil irgendwie kann ich das. Gibt's ja Probleme mit dem Party-Invent. Invite. Keine Ahnung warum. Ich kann noch mal gucken, ob es jetzt geht. Nö. Ah ja, du bist. Wo bist denn du? Ah ja. Zieh es noch mal zurück. Ach, Freeman wurde aus deiner Verbündete entfernt. Ach, vielleicht bist du aber auch zu weit weg. Kann das vielleicht sein? Weiß egal, wo du bist. Okay. Vorhin war ich ja auch über einen Kilometer weg von dir. Ja, das stimmt. Hier ist wieder irgendwo eine Schreierin. Ach, wenn es geht. Also ich habe mal was für den nächsten Blutmodi überlegt, wie wir das ganz gut hinkriegen könnten. Machen wir nochmal im Wasserwerk. Und zwar erstmal, wir brauchen viel, viel mehr Spikes und anderes Zeug. Ja, warst du schon mal wieder da am Werk? Ich fahre mal zum Werk. Und ich habe gesehen, ich habe mir überlegt, da sind doch diese riesigen Container. Wir könnten da einen Notfallsteg bauen aus Blöcken. Und dann müssten die sich erstmal zu uns hin, also in der Notsituation können wir uns da hinziehen. Und dann müssten die sich erstmal zu uns durchschlagen. In der Zeit können wir uns verarzten und abhauen. Also, dann können wir nachladen, uns verarzten und ja, dann wird das schon irgendwie. Deine Möglichkeit. Das letzte Mal hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe mir bloß überlegt, ich hätte dir sagen sollen, dass du auch ganz viel Munition mitbringen sollst. Dann hätten wir sie vielleicht auch so lange beschießen können, bis wir es geschafft hätten. Jetzt geht's. Ah, oh, ich verstehe das nicht. Was hatte ich denn die ganze Zeit immer da unten? Ich könnte die Eisenschaufel dahin packen. Können wir ja versuchen. Okay, was hast du vor? Leveln oder? Erstmal schnell beim Händler noch die Mission abgeben. Ich habe noch eine offen. Ich habe gerade eine gemacht. Ah, okay. Meine ist 1,8 Kilometer weg. Könnte ich eigentlich mal hingehen? Halt, Moment. In einem unbekannten Gebiet. Oh, schau ich mal. Also mein Fahrrad war plötzlich weg. Mein Schlafsack war noch da. Hast du es vielleicht abgebaut? Du als Admin könntest das ja gemacht haben. Nö, ich war nicht als Admin drinne bis jetzt. Ach so, okay. War noch nicht notwendig. Vielleicht haben sie Zombies auch zerstört. Ich weiß es echt nicht mehr, was damit war. Aber mir war es, als hätte ich das irgendwo stehen lassen. Aber ich weiß es auch nicht. Seitdem Black Dragon sein Haus gebaut hat, ist sowieso einiges weg. Also angeblich nicht genommen hat, aber nee. Ah, ich will das Gammelfleisch hat eigentlich mal 300 oder 400 Gammelfleisch. Hast du das genommen? Nö, so kennt man da. Vielleicht ist es vergammelt. Naja, muss ich halt neu bauen. Wuhu! Und ich düse. Ne, ich düse nicht im Sauseschritt. Ja,
cool. Ah. Ich bin voll der Freestyler. So, endlich wieder. Das muss man erstmal machen, wie ich den Berg hier gerade schräg hochfahre. Also, das ist eine Kunst. Kann ich mir dann angucken. Gibt ja zwei verschiedene Granaten, sehe ich gerade. Ja, eine Feuergranate, glaube ich, gibt's auch noch. Oh, Freeman, ich habe ein paar Kisten gefunden, die plündere ich schnell mal. Ja, mach, da haben wir keine davon. Ach, Gott sei Dank habe ich das Zeug gefunden. Oh. Ich hatte schon fast Angst, dass wir verhungern oder so. Ja, das wird passieren. Oh, jetzt bin ich überladen. Ehrlich gesagt, esse ich das Zeug einfach nur so, damit ich nicht überladen bin die ganze Zeit. Oh, ich habe Molotov-Cocktails gefunden. Die will ich einfach mal selber, die Schematik. Oh. Bisschen sortiert habe ich auch schon. Ja, ich habe die Ordnung dann wieder zerstört. Ja, ich sehe schon. Noch ein paar Nudeln und leckere süße Erbsen und noch mehr Messbecher. Ja. Ich glaube, meine maximale Ernährung ist schon erreicht. Die steigt nämlich gerade gar nicht mehr. Ach, ich freue mich so auf morgen. Ja. Morgen ist Blutmond. Ja, stimmt ja. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen Munition mittlerweile. Oh, ein Wildschwein. Zwei Wildschweine. Wir können ja auch noch schnell die Kisten absammeln. Dann sollten wir genügend Munition haben. Ja, bin gleich soweit. Muss halt das Schwein töten hier und das andere zerlegen. Das ist so was Persönliches mittlerweile von mir. Wegen dem einmal. Das war mal einmal zu viel, wenn ich ehrlich bin. Wo ist denn die feige Sau hin? Da. Das Schwein hat's drauf. Oh. Ich locke Zombies an. Wieder Zombies. Errungenschaft freigeschaltet, das ist Funeral Director. Ach, es wurden meine Errungenschaften auch alle. Wo ist denn das Schwein jetzt hin? Übrigens, ich habe jetzt schon insgesamt 3 Händler gefunden, ne? Oh, super. Der eine bietet fast nur Munition an. Ich habe haufenweise Muni. Haufenweise Geld noch. Ich habe auch mittlerweile 20.000. Und du kaufst nicht alles auf? So, was haben wir? Ah, und eine Kohleader. Ah, eine Kohleader wäre auch nicht schlecht. Da haben wir vor der Haustür. Eine Kohleader. So. Spielen wir dasselbe Spiel? Denk Spielst du gerade Candy Crush nebenbei? Candy Crush ist doch auch wieder so ein, also einfach nur Bejeweled, nur mit Lebensmitteln, oder? Kann sein. Ich habe es noch nie gespielt. Ich auch nicht, aber es gibt auch haufenweise Spiele, die eigentlich nur ähnlich sind, aber eigentlich alle dasselbe machen, nur mit anderen Icons. So. Einfach bloß andere Symbole, aber heißt anders, ist aber dasselbe. Ja. Gott, ich fühle mich so schwach mit diesem Charakter hier. Und ehrlich gesagt, der 5. Blutmond mit meinem Level, ich bin glaube ich noch nicht mal Level 20. Überhaupt. Ich bin 43. Ah ja. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir, aber du spielst öfter als ich, weil wenn ich spiele, dann nehme ich auch immer auf. Außer das eine Dark Gnome, was ich gerade spiele, da mache ich offscreen was. Aber das geht auch so. Ein Reh! Warte, ich habe das Messer bloß zufällig in der Hand. Vertrau mir. Okay, ich habe ihm ins Bein geschossen, das hat schon gereicht. Die anderen Schüsse waren umsonst. Ah, gutes Fleisch.
Ah, eine Spinne. Ich hab vor uns aus Versehen den Drecken eingeschossen. Hat ihm nicht gefallen. Was ist Black Dragon? Den habe ich aus Versehen angeschossen. Ja, da reagiert er sehr böse, mit, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ihn auch mal aus Versehen verletzt und... Oh, ich dachte, guck mal, die nächste Spinne. Er findet es komischerweise lustig, wenn er das bei anderen macht, aber weh, es passiert ihm. Ja, das ist dann nicht so gut. Oh, Digga. Hui. Ne, mir geht's gut. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Oh, ich dachte, hier ist eine Kiste. Nein, da fahren wir nicht runter. Du wolltest mir deinen ganzen Besitz überschreiben. Nein. Bist du sicher? Boah, definitiv nicht. Ach ja, ich brauche Benzin. Sicher? Ich glaube, du wolltest wirklich deinen Besitz überschreiben. Nö, das brauch ich. Okay. Bin ich mir ganz sicher. Benzin klingt so abwegig. Ah. Wir müssen hier unbedingt durch die Berge irgendwann in die Schneise schlagen, das ist furchtbar. Ja, ich habe einen Erdbohrer, aber auch mit dem dauert das komischerweise ein bisschen länger. Ja, wir müssen ja dieses Miner 69 oder was es war. Das ist ja ein Militärlager, was ich hier säubern soll. Viel Spaß. Ja. Ich laufe bestimmt auf eine Mine. Brauchst du Hilfe? Das wäre nicht schlecht, weil es Nacht ist. Wo eigentlich? Fast 2 Kilometer entfernt. Was ist das denn? Ein Heuballen und darüber ist ein Kreuz mit einem Schädel. Interessant. Oh, und darüber, da drauf stehen medizinische Materialien. Oh, warum nicht? Bin auf dem Weg zu dir. Mhm, ich warte hier einfach mal. Ich habe übrigens 3 Molotow-Cocktails. Sie könnten uns beim nächsten Blutmond helfen. Hast du noch zufällig sowas? Wenn überhaupt, dann in der Munitionskiste. Mhm. Eisberge. Ja, damit hatte ich auch gerade zu kämpfen. Aber gucken. Wenn ich mal Zeit habe, bohre ich mal ein paar Tunnel durch. Die ich dann wahrscheinlich nicht nutze, weil ich so schlau bin. Ja, und die nicht findest. Ja, genau. Das klingt ein bisschen nach mir. Bau dir auch Wegweiser. Ich muss sagen, das ist ja ziemlich cool. Ach, das ist nur so ein kleines Militärlager. Wo kommt denn die jetzt? Da drüben ist ja auch noch ein interessantes Haus. Wo sind denn die jetzt her? Ach, der kriecht ja. Interessant, der ist nicht schneller. Oh, du bist ja immer noch 1 Kilometer weg. Ja, ich bewege mich hier kaum fort. Ich bin durstig. Was hilft denn gegen Durst? Es ist doch schon Nacht. Warum kommt da jetzt das Ding? Das macht mich durstig, das sollte ich nicht trinken. Gammelfleisch. Toll, jetzt trinke ich Wasser und bin überladen, weil ich dadurch ein... Ich trinke das Wasser und bin überladen, weil ich dadurch einen Glaskrug habe. Voll. Die Logik. Natürlich, Spiel. Doch schön. Bei Stranded gab es auch so ein paar Bugs. Ein paar habe ich schon rausgefixt. Oh. Also eins ist eine Gasmaske und eins ist ein Couchtisch. Ich weiß nicht, was von beiden schlimmer ist. Hat gerade eine undurchdringbare Wand. Die hat mich immer wieder zurückgeschnitten. Die sind haufenweise beinlose. Uah! Hey, die hat mich durch ein Zelt geschlagen. Was für ein Affenarsch. Sag mal, diese Zombies, können die auch Blutung haben? Also es gibt die Waffen-Upgrades für Blutungsstaaten, aber ob die das haben können, weiß ich nicht. Weil ich habe gerade dieses Geräusch gehört und ich hatte es nicht. Keine Ahnung.
Alter, was ist das für eine Berg- und Talbahn hier? Ey? Ja, ich weiß. Boah. Ey, die machen so unglaublich viel Schaden, wenn die einen treffen. Da musst mal gucken, ob deine Rüstung noch ganz ist. Aber die letzten Sauch, da dachte ich, Mensch, wieso bin ich denn immer so schnell platt hier? Oh doch, die ist eigentlich noch okay. Bei mir war sie kaputt, jetzt habe ich sie repariert, jetzt geht's nicht. Ja, aber ich bin auch noch ein niedriges Level, darfst du nicht vergessen. Alles Level ist ja egal mit dem, was du aushältst. Hier bist du. Du bist mit dem Motorrad gekommen. Bist du das? Ja, bin ich. Ich helfe dir. Du weißt, dass du an der Seite vorbei kannst, oder? Oh. Bin ja reingelaufen. Ah, Benzin. Reinen Kraftstoff. Wie Benzin. Ach, das war ein Benzin. Ach, ich denke immer, dass ich die Fässer mitnehmen kann. Ja, schade, dass du die nicht mal mitnehmen kannst. Oh, hier liegt ja jemand. Oh, hallo. Oh, tschüss. Nein, sag tschüss. Ich hab dich nicht durchgeschlagen. Ich kann nicht sagen. Geh weg. Ich auch nicht. Wo ist er? Das gefälligst. Ist die nach oben? Die ist runtergefallen. Ich glaube, die versucht mich gerade zu erwischen. Ich fühle mich aber hier oben sehr. Ich fühle mich hier gerade ganz sicher. Ja, auf dem Stoffzeichen. Die erwischt mich hier nicht. Freeman, ja. Wenn du noch ein bisschen schießt, dann bricht das Stoffschild, glaube ich, zusammen. Ja. Danke! Na toll, die springt in dem Moment, in dem ich schieße! Hörst du das? Hast du das gehört? Die hat ganz kurz einen Blutungsschaden gehabt, glaube ich. Ja, mir neu, dass es geht. Und guck mal, hier ist was drunter. Okay, ich starte gleich die Quest. Das. Aber erstmal nehme ich mir einen Erste-Hilfe-Koffer. Aber diesmal gehe ich raus, bevor. Ja, diesmal warte ich auch. Das ist meistens wirklich ein Versehen, bei mir, wenn ich ehrlich bin. Wo ich ist denn mein Erste-Hilfe-Koffer da? Jetzt weiß ich auch, weiß ich nicht, was da unten im Inventar war. Genau das. So. Start. Wir können loslegen. Okay. Oh ja, da ist schon wieder ein Kriecher. Helf mir gleich, mein Mauspad muss mal ausgelöttert. Ich schlag mich in der Zwischenzeit durch. Okay. Au, der hat nicht mehr zugeschlagen, dieser Arsch. Komme. Du warst ja schnell auf dem Klo. Ei, mein Mauspad ist aufs Klo. Dein Mauspad ist aufs Klo. Ist das irgendwie ein Codewort für dich und deine Freunde? Liegt halt neben mir und muss halt ihre Hüfte spielen. Komm her. Was ist mit der Hüfte? Liegt neben mir und ich muss aber auf ihre Hüfte quasi spielen. Du spielst auf der Hüfte deiner Frau. Mit der Maus, ja. Guck mal, da ist einer für dich. Lass dir die Kills. Ist doch vollkommen egal, oder? Ja. Hallo! Ich hab schon über 1000. Ja, aber davon hab ich. Ich hab halt nicht viel von den Kills. Doch, du kriegst Erfahrung. Die krieg ich auch, wenn du sie tötest, weil wir im Team sind. Na gut. Oder denen ist immer was versteckt anscheinend. Black Dragon hat sich schon drüber lustig gemacht, weil ich das, weil ich in dem einen Let's Play gesagt habe, dass meine Frau unter den Tisch gekrochen ist. War auch so, die wollte zwar was, aber. Also. Okay, ja, nicht das, was du wahrscheinlich gerade denkst. Ja. Oh. Geht das sein? Ich trinke mal einen Kaffee. Ah. Muss irgendwann noch einer sein? Drahtpulver. Wollte ich eigentlich haben.
Oh, Stockhützen. Ja, die brauche ich jetzt auch nicht. Holz. Da muss irgendwo wird noch was angezeigt, oder? Sehen, ob ein roter. Ah, bestimmt hier oben. Warst du auf dem Turm schon? Nee. Dann ist ja garantiert eine. Ja. Ja. Ich glaube, du hast mich gerade geschlagen einmal. Nö. Ich habe gerade ziemlich viel Leben verloren. Und die waren noch nicht mal aufgestanden. Heil dich mal, ich schlag dir mal auf den Fuß. Nein, lass das. Nein, ich will mal gucken, wie viel Schaden da haben wir bei dir. Nein, lass das. Komm doch mal her. Das hatten wir schon mal. Ja, da habe ich aus Versehen deinen Kopf getroffen. Ich habe ja jetzt einen stärkeren Hammer. Komm mal her. Ja, das macht's viel besser. Gott, das sieht aus wie ein Kriegshammer. Wow, der ist cool. Ja, das ist so ein Steel Sledgehammer. Der ist. Der hat Schaden. Der erinnert mich echt an Silber. 62 Milli Damage hat er. Ich dachte, das heißt Mili und nicht Milli. Oder Mili. Ja, auf jeden Fall, da haut rein. Da drüben ist noch ein Haus. Wollen wir da reingehen? Da, hinter dir. Ja, ich brauche mein Motorrad. Ja, das Stück willst du nicht laufen. Nein, das dauert zu lange. Okay, das will ich gerade machen. An dem Haus steht sogar Haus. Sehr schön, ein Haus. Ach nee, Bath. Badehaus. Bathhaus. Bathhaus. Ach, das geht nicht kaputt, dieses Stück hier. Aber wenn du über manche andere Sachen läufst, die gehen einfach kaputt. So. Du weißt, dass ich auch. Ich habe sogar 225 Leben. Oh, da kommen sie. Ey, Freeman! Ja, komm her! Du stehst schon hinter. Jetzt musst du nachladen! Du Idiot, was war das? Der war schon wieder. Die Waffe war schon wieder entladen. Was soll denn das? Oh, voll die Verarsche. Hast du irgendwas gemacht an der Waffe? Nee. Oh, das ist doch scheiße. Habe ich jetzt mein Zeug wieder verloren? Ich habe mein Zeug verloren. Hallo? Ich triff den nicht, der trifft mich. Das ist voll die Scheiße. Es ist ja schön, jetzt ist meine Waffe nachgeladen, nachdem ich getötet wurde. Also das, ich finde das zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ey, ich hab dir geholfen diesmal, mir war's nicht. Ja, ja, ich weiß, aber diese Bugs sind schon sehr nervig gerade. Ja. Wir haben schon wieder ein Update gemacht. Du hast bei Eisen keine Eisenbruchstücke mehr. Jetzt hast du wieder dieses pure Eisen hier, wie ist? Da, was? Eisen halt. Ach, nee. Ich warte hier. Ich komme jetzt nicht zu dir. Nimm mein Fahrrad einfach mit. Also, ich laufe doch nicht 1,7 Kilometer zu dir. Nicht. Da habe ich einfach keinen Bock zu. Ich schau mein Black Dragons Haus. Na gut, ich plündere noch schnell hier. Ja, ja, mach das. Ach, echt? Free Black Dragon sperrt sein Haus zu. Ernsthaft? Ja. Da weiß schon, dass ich PvP anhab. Jetzt hinter Tür, die ist offen. Und da rein kann, wenn ich will. Ah, ich weiß, wo deine Krüge gelandet sind. Welche Krüge? Du hast doch gesagt, Fleisch fehlt. Gammelfleisch, ja. Ja, ja, hier oben sind haufenweise Pflanzkörbe. Ja? Er hat gesagt, er hat nichts genommen. Ich würde ihn mit so gern in das Bett kacken. Das ist ein blödes Fahrrad. Ach hier. Ich frage mich, was er gerade denkt, weil ich hier einfach ziellos umherlaufe und einfach so auf dem Foto. Jetzt schießt er auf mich, danke. Was? Der hat aber auch sämtliche Pflanzen, glaube ich. Also hier hat er Kaffee, Korn, Hopfen, Kürbis, Heidelbeere, Kartoffeln, Yucca, Aloe, Baumwolle. Hier drüben ist Chrysantheme und Goldenrod. Glaube,
auch fast alle Samen schon da. Kann halt keine Farm Platz bauen. Ja, weil es Gammelfleisch weg ist. Naja. Jetzt hoffe ich, dass dieser blöde Debuff weggeht. Oh, es geht mir so auf den Sack, dass ich ganz oft keine Munition habe, wenn ich die Waffen wechsle. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich war der Meinung, die sind nachgeladen, wenn du die brauchst, leer. Ah, hier sind auch noch Kisten, die du jetzt hast. Du weißt, dass wir noch 3 Farmplots haben? Ah, die habe ich ja schon gebaut. Ach so, okay. Aber wir hatten mal über 200 Gammelfleisch. Das ist weg. Ich hab's nicht. Ich weiß. Ich kann mir denken, wer es hat. Meine Katze? Ich gebe oft meiner Katze die Schuld, egal worum es geht. Die kann zwar nichts dafür, aber es ist mir eigentlich egal. Kann sich ja nicht wirklich wärmen. Die hat mir schon oft genug den Arm zerkratzt. Echt? Jaja. Blöde Fettarschkatze.